Hey meine Zeitlosen und die es noch werden wollen, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um die Stempelkarte-Aufgabe Zerstöre Sträucher von Abstrakt. Ja, wir müssen 25 Sträucher zerstören und wo ihr es am besten machen könnt, ist ganz einfach entspannt. Ihr macht, jetzt haben wir das erste Mal geschafft, ihr zerschlägt die meisten Pflanzen wirklich immer noch im Pleasant Park, Leute. Ihr lauft einfach im Pleasant Park ab, haut alle Sträucher, Pflanzen hier quasi ab. Nur diese zählen hier nicht, diese sind eher als Bäume gewertet oder Büsche, also nicht irgendwie als Sträucher, sondern immer nur diese, die ihr quasi mit einem Schlag abholzt, Leute, ja. Der andere Ort wäre, wenn ihr zum Beispiel das Ganze in Gruppenkeile macht, ja, dann ist das ja gut aufgeteilt, ja, würde ich auch empfehlen, dass ihr es in Gruppenkeile macht. Der andere Ort wäre in Retail Row, dort könnt ihr das nämlich auch machen, ja, entweder Retail Row oder im Pleasant Park, und so können wir die ganze Zeit Sträucher farmen. Ich farm das Ganze mal ab und ihr habt ja gerade gesehen, wir haben gerade frisch die 12.000 EP bekommen. Ich melde mich dann gleich nochmal zurück, wenn wir die nächste Stempelkartenpunkt oder wie auch immer das heißt, dann absolviert haben. Jedes Mal gibt es dafür 12.000 EP, also eigentlich eine ganz schnelle und nice Methode, schnell im Battle Pass voranzukommen. Wie ihr gesehen habt, zack, 50. Wir haben jetzt schon 26 und ich bin gerade mal von da hinten angefangen bis hier hinter das Haus und habe das eingesammelt. Wir haben jetzt schon 50 Sträucher so gesehen, ja, also 26 habe ich jetzt eingesammelt auf das kleine Stück. Und ich denke mal, auf das ganze Stück hier gibt es circa zwischen, ja, wenn ich schätzen müsste, zwischen 70 und 100, ja. Wenn ihr Heilmittel findet, gönnt euch noch Heilmittel, ja, dann könnt ihr es ein bisschen länger machen. In dem Sinne, viel Spaß beim Farmen, wenn euch das Video geholfen hat, dann pimmelt den Daumen nach oben. Und in dem Sinne, euer Zeitlos, ich melde mich ab.